Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, ich schätze, es werden sich noch einige in diesem Hohen Haus an den schrecklichen Verkehrsunfall im letzten November erinnern, als auf der A3 bei Delbrück eine Pkw-Fahrerin von einer 6,2 Tonnen schweren Betonplatte erschlagen wurde. Es war eine sogenannte Lärmschutzwand, die nicht regelkonform angebracht wurde. Ich erinnere mich noch gut an die Berichterstattung in der Presse und auch die Aufregung kurz danach im Verkehrsausschuss. Und am meisten beunruhigt hatte mich die Intransparenz. Man stocherte erstmal so ein klein bisschen im Nebel, wo hatte denn diese Baufirma damals 2008 diese Wände errichtet, wo wurden Sonderkonstruktionen gemacht, wo sind eventuell noch Fehler zu verorten, und man hatte erstmal 6 weitere Platten abgenommen und siehe da, auch dort hatte man Risse festgestellt oder Biegungen an den Schweißstellen. So, der Reihe nach, was ist passiert? 2008 wurde ein Subunternehmer von Straßen NRW damit beauftragt, hier diese Lärmschutzwände anzubringen. Und damit Sie das mal einordnen können, Straßen NRW, die bedienen sich ungefähr im Jahr 10 bis 18 Subunternehmer explizit für diese Lärmschutzwände. Gut, man hatte allerdings nicht die richtigen Größen vorrätig, und so ist man nach dem Thema vorgegangen: was nicht passt, das wird passend gemacht. Und man musste einen Höhenunterschied ausgleichen. Und da wurde dann auch vor Ort geschweißt. Es wurde fleißig, ich sag's mal nett, improvisiert. Das Spannende an der ganzen Sache: der ortsansässigen Bauaufsicht ist das Ganze aufgefallen. Die haben gesagt, hört mal, ihr macht da ganz schöne Sonderkonstruktionen, die sind nicht regelkonform. Wir möchten von euch die Nachweise haben, dass also wirklich die Statik hält von diesen Sonderkonstruktionen. Und das war 4 Wochen vor Inbetriebnahme der Strecke. Die Baufirma hat sich nicht gemeldet und so wurde 4 Wochen später die Strecke feierlich eingeweiht. Aber auch weiterhin bestand man darauf, mehrfach schriftlich diese Nachweise zu erbringen. Und dass sich die Baufirma nie wieder gemeldet hat, darauf Bezug genommen hatte, ist das passiert, was hier in Deutschland, im Land der Behörden und des starken Staates passiert. Man hat einfach nicht mehr nachgefragt. Und so kam es dazu, dass bei den Prüfungen 2009 und auch spätestens 2013 das überhaupt nicht mehr in den Akten vermerkt war, dass diese Lärmschutzwände eigentlich nur unter Vorbehalt abgenommen wurden. Ja, so weit, so gut. Diese Prüfung. Wie kann man sich das vorstellen? Alle 6 Jahre ist eine sogenannte Hauptprüfung und in den 3 Jahren immer dazwischen eine Nebenprüfung. Jährlich eine Augenscheinnahme. Gut. Wie funktionieren diese Prüfungen? Wir wissen also, dass in den Prüfungen 2009 und 2013 die Objekte lediglich von vorne besichtigt wurden. Das heißt im Grunde genommen, Ihre Frau sagt zu Ihnen, ich mache das jetzt mal ohne Gendern, die sagt, ich habe schlecht geschlafen, das Bild, der Spiegel ist mir auf den Kopf geknallt und guck doch mal, ob auch wirklich der Nagel fest sitzt oder sowas. Und der Mann stellt sich davor und sagt, ja, der Spiegel hängt noch. So viel sage ich dazu. Das heißt, die Aufhängung tatsächlich, woran diese Wände befestigt sind, das sind die sensiblen Punkte und da muss man hingucken. Und ich hatte damals im Verkehrsausschuss auch gefragt, ob man da nicht wenigstens, wenn man da so schlecht reingucken kann, mit Endoskopkameras arbeiten kann. Und das ist Problem an der ganzen Sache ist, dass diese Schallschutzwände ja auch noch versiegelt werden müssen, auch nach oben, damit die nicht zu viel Niederschlag kriegen. Das heißt, wir haben nicht nur in ein paar Sonderkonstruktionen, haben wir ein Problem damit, überhaupt die Dinger zu sichten, sondern das ist teilweise schon die Norm. So, wir müssen allerdings, da diese Prüfungen, wenn Sie sich nicht die Aufhängung, diesen Mechanismus, wenn Sie sich den nicht genau ansehen, dann verdienen diese Prüfungen ihren Namen nicht. Gut, was bleibt daraus zu lernen? Wir müssen wirklich extrem mal darüber nachdenken, ob wir dort nicht standardisieren. Ich rede jetzt nicht davon, wenn Sie gleich kommen, hier in Deutschland ist ja jede Schraube, jede Mutter genormt, sondern ich rede davon, dass wie in einem Lego-Baukasten nicht hunderte von Elementen, wo die Kreativität der Baufirmen gefordert ist, sondern wenige Elemente sind, die jede Größe bedienen können. Und um es ehrlich zu machen, unsere DIN 1077 beschreibt die Schallschutzwände viel zu ungenau und gibt viel Spielraum. Und auch die ZTV
LSW nennt sie sich, von 06 oder sowas, heilt das nicht besonders gut, weil da wird viel zu viel Spielraum gegeben. Es wird auch teilweise überhaupt nicht auf Erkenntnisse, die wir heutzutage haben, dass LKWs beispielsweise eine unglaubliche Sog- und Druckwirkung haben oder sowas, da wird auch nicht drauf eingegangen. Das müssen wir unbedingt novellieren. Herr Kollege, die Redezeit ist zu Ende. Sehr gerne, ich komme zum Schluss. Und die Vorteile einer Standardisierung sind einfach auf der Hand. Wir können Kosten sparen, wir können Lagerkosten sparen, wir können die Prüf- und die Testverfahren sparen und wahrscheinlich sind wir jetzt an der Zeit, das endlich mal machen zu müssen. Wir haben knapp 870 Kilometer Schallschutzwände hier. Das sind ungefähr 350.000 Elemente und da werden viele, viele noch ausgebaut werden und neu gebaut werden. Es empfiehlt sich mehr denn je. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege.